Hä? Oh shit. Lost on the shore between the forest and the ocean. The owl and the deer reacted in motion. And story in motion has room he will hurt. Warte, ist das. Warte, ist das komplett geschrieben? Das ist eine Geschichte, ne? Nee, das ist nicht alles. Okay. Hä? Nur an den Küsten zwischen dem Wald und dem Ozean. Die Eule und der Hirsch. Ein Beweg der Reflexion. Zimmer wird er ihr wehtun, dort wird er gefasst. Seine Geschichte endet hier ihre nicht. Dieses Ritual wird dich weiterbringen. Dein Freund werden ihn treffen, wenn du weg bist. Also gehe ich weg? In seinem Zimmer wird er ihr wehtun. Dort wird er gefasst. Seine Geschichte endet. Ihre nicht. Das Ritual, dieses Ritual wird dich weiterbringen. Deine Freunde werden ihn treffen, wenn du ihn bewegst. Muss ich jetzt alles in Ritual umwandeln oder was ist los? Hä? Warte mal, kann ich jetzt hier das auf Ritual ändern? Endszene. Vorabritual. Die Handlung formte die Welt um mich herum. Hä? Warum stehe ich jetzt hier? Also wenn ich mich hier hinstelle, portet er mich wieder automatisch zurück, ne? Ja. Deswegen kann ich mich auch nicht bewegen. Scheiße. Oh, ich hätte aufmachen können. Dies war der Tatort. Wow. In der Badewanne lag eine Schallplatte. Unter der Leiche. Irgendwie war sie von Bedeutung. Oh. Ein weiterer Schritt. Irgendwie war ich meinem Zuhause näher. Näher als je zuvor. Sie schon wieder. Die FBI-Agentin. Saga Anderson. Ich nähere mich. Ich spüre es. Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Wake? Sind Sie noch gefangen? Ich habe den Klicker. Wir können... Sie wissen vom Klicker? Er kann uns helfen. Ich habe beim letzten Mal das Dunkel damit zerstört. Sie können helfen. Sie können ihn finden. Sie müssen ihn finden. Ich kann ihn zu Ihnen bringen. Aber erst muss ich verstehen. Haben Sie mal Geschichte geschrieben? Alice ist in Gefahr. Ich muss Scratch aufhalten. Ich muss Return finden. Ich muss zurück zu meinem Apartment. Ich schreibe eine Geschichte, um durchzukommen. Initiation. Das ist der einzige Weg. Nennen Sie sie wieder. Wenn Sie noch einmal sind, können Sie dürfen sie nicht rein. Es dauerte nur einen Moment, wie zwei Planeten, die aneinander vorbeiziehen. Saga Anderson half mir, tiefer vorzudringen, der Flucht näher zu kommen. Irgendwie. Ich vertraute ihr. Parliament Tower. Ich musste zurück zu meinem Apartment, ins Arbeitszimmer. Ich musste das Manuskript von Return finden.
Habe ich es eigentlich schon erwähnt, dass wir die Musik laufen lassen können, weil das ja selber komponierte Musik ist? Extra fürs Spiel. Hören wir noch wieder wegen rein. Also, es gibt auch mittlerweile die Lieder auf Spotify, habe ich gesehen. Sollte doch eine Schallplatte sein? Das scheiß Wasser ist weg, ne? So, haben wir irgendwas vergessen? Da ist Schutzraum. Zanes Zimmer, da komme ich ja nicht mehr hin. Na, dann hätte ich gesagt, raus! Wie es auch halt Exit dasteht. Achso, das war die Tür. War das noch von mir offen? Wieder der Parliament Tower. Zane meinte, das Manuskript von Return wäre der Schlüssel zur Flucht. Ich musste es vor Scratch erreichen. Ja, weiß ich, dass ich wechseln kann, aber jetzt will ich erstmal da nochmal reinschauen. Weil ich möchte mal die Kapitel zu Ende spielen, das ist so. Wo war. Weil das ist der Parliament Tower. Scheinbar. Das war ziemlich düster. Hast du auch schon mal leisten können, dass du eine Bude hast. Ich bin mal gespannt, was jetzt erzählt wird. Ja, aber ist dann der Wake, der draußen ist, dann der Scratch? Scheinbar schon, ne? Und er ist aber scheinbar auch das? Oder anscheinend? Ich vergesse immer, dass scheinbar und anscheinend unterschiedlich sind.
Oh, nicht schon wieder. Fahr zur Hölle! Initiation. Das markiert die Foto links auf. Weil wenn wir nicht außen sind, dann kann es ja nur er sein. Wie geht's dir, Barry Wheeler? Hey, alles klar bei dir zu Hause? Ich wollte mich nur kurz melden. Ich habe versucht, dich anzurufen, konnte dich aber nicht erreichen. Wahrscheinlich steckst du gerade mitten in deinem kreativen Prozess. Ich weiß, wie es Künstlern geht. Boah. Mitten in einem Projekt steckt, alles andere rückt in den Hintergrund. Wenn du zurückrufst und mich ja nicht erreichst, tue ich das, was ein Executive Producer tun sollte. Immer noch ein Rätsel ist. Dass ich dir bei geschäftlichen Dingen im Zusammenhang mit deiner Ausstellung helfe, sag Bescheid. Dein Kumpel Barry. From Barry Wheeler to Alice. Hey, Alice. Die Haifische Kreisen versuchen jetzt aus dem, was AL zugestoßen ist, einen Film oder eine TV-Show zu machen. Stell dir das vor, es ist ein beschissenes Videospiel. Ups. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich zum Teufel scheren. Außerdem, falls du jemand anderen erfährst, arbeitet eine Autorin für echte Kriminalfälle namens Tammy Booker ein Buch über Al. Ich habe ihren Verleger ausfindig gemacht und ihm gesagt, dass wir ihn verklagen werden. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Einchecken. Ich melde mich, weil ich nichts von dir gehört habe. Alles okay bei dir? Ich war ständig in Meetings gefangen, ohne Pausen. Ganz offen, ich überlege, in einem Buch zu Becher zu pinkeln, und das Mittagessen ist beschissen. Wie diese Leute jede Filme machen können, wenn sie nur noch in Meetings hocken, ist mir ein Rätsel. Bin in einen Kult. Was? Hey Alice, du wirst jetzt sicher denken, dass ich durch einen bösen Doppelgänger ersetzt wurde, aber ich bin in einem Kult beigetreten und ich liebe es. Das mit dem Kult war nur ein Scherz, mehr oder weniger. Blessed Wellness Retreat. Die Arbeit mit Alan und Andersons war zwar manchmal hart, aber diese Filmtypen sind einfach der Wahnsinn. Mein Stresspegel ging durch die Decke, aber dann bekam ich den Tipp mit dem Retreat. Und die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich habe mich noch nie so gut und ja, gesund gefühlt. Der Typ, der diesen Ort betreibt, Chester, ist ein echter Wunderheiler. Keineswegs ein Verrückter. Ich weiß, du denkst, dass ich nur Scheiße labere. Ich habe meine Menge Gewicht verloren. Du würdest mich nicht mehr wiedererkennen. Chester sagt, ich habe Glück, dass ich hier gelandet bin. Wäre ich in New York geblieben, wäre mir etwas Schlimmes zugestoßen. Ich glaube ihm das. Nachdem alles, was passiert ist, ging es mir nicht besonders gut, vor allem nachdem diese FBC-Typen mit mir sprechen wollten. Das reicht, um jeden einen Verschwörungsspinner zu verwandeln. Es geht dir gut da drüben, du kannst mich jederzeit besuchen. Die Westküste ist nicht so schlimm, wie ich in meinen früheren Mails schrieb. Dein Kumpel Barry. Grüße aus Hollywood? Mich eher in Hollywood wie ein Fisch auf dem Trockenen als in der Wildnis des pazifischen Nordwesten. Diese Yuppies mit ihren dunklen, glühenden Zähnen können nicht verlogener sein, wenn sie 6 Finger hätten, und alles ist immer beschissen großartig. Das genaue Gegenteil ist. Mehr als einmal habe ich mir bei Meetings mit diesen idiotischen Filmproduzenten in den Mund gekotzt. Ich muss hier sein, um das Erbe von Al zu bewahren. Alle wollen sich die Filmrechte für die Casey-Bücher und den Nagel reißen, und sie haben bekloppte Ideen, was sie damit machen wollen. Pflicht, diesen Horn braun gebrannter Zombies in eine Richtung zu treiben, die sie so etwas mit gutem Geschmack erkennen lässt. Ist durchaus bewusst, dass es wie sehr Al Verfilmungen verabscheut hätte, wenn sie nicht seiner Vision gerecht geworden wären. Meister darin, Dinge aus tiefstem Herzen zu hassen, und das aus gutem Grund. Ich meine, deshalb haben wir ihn so sehr geliebt, nicht wahr? Ich muss jetzt zu meinem weiteren Video kommen, über das Casting zu sprechen. Dein Kumpel Barry. Okay, der wollte verhindern, dass die... Oh. Nach Alans Tod habe ich monatelang die Wohnung nicht verlassen. Die Verwirrung. Die Schuldgefühle. Das für Carsten. Der Schock und die Angst erdrückt mich. Ich konnte kaum aufstehen. Barry Wheeler kam oft zu mir und kochte sogar für mich. Anfangs mochte ich ihn überhaupt nicht, aber er ist ein besserer Freund, als ich gedacht hätte. Er schaut immer noch rein, obwohl er inzwischen weggezogen ist. Teil 2.1. Ja, ist er jetzt da oder nicht? Alice Arbeit hatte die gesamte Wohnung eingenommen. Ihr ganzes Leben.
just need to show a glimpse. Let you see what's beneath it. Eines Morgens sah ich ein Reh an meinem Fenster vorbeifliegen. Huh? Es war ein Ballon mit einer Comicfigur darauf. Als ich auf die Straße hinunterschaute, sah ich ein kleines Mädchen weinen. Als wäre mit dem Verlust des Ballons ihre ganze Welt untergegangen. Ein perfektes Beispiel für die Schrecken der Fürsorge. In dem Moment stand ich wieder auf und schnappte mir meine Kamera. Ey, das Bild schaut so schlimm aus, ne? Da war etwas in der Dunkelheit. Und das musste ich sehen, es den Leuten zeigen. Je mehr Schatten ich fotografierte und filmte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich kurz vor einem Durchbruch stand. Ich vertiefte mich darin. Ich ging nur noch nachts raus. Ich war wehbesessen, aber... Wenn das Licht flackert, geht hier auch Licht an. Wovon wusste ich beim besten Willen nicht? Ach du Scheiße. Es gibt eine verborgene Welt hinter der unseren. Wie eine dunkle Flut, die gegen unsere Realität brandet. Gesichter in den Schatten. Die Angst vor der Dunkelheit ist nur die Angst vor der Ungewissheit. Dieser gewaltige, lähmende Ozean. Doch Fotografie kann die Realität in einem Schnappschuss einfrieren. Die Unendlichkeit einschließen, sie einfangen. Ich muss den Beweis dafür finden. The Dark Place, the Art of Alice Wake. Das Manuskript eines Romans. Return. Eine Horrorgeschichte über das Dunkel, das aus dem dunklen Ort entkommt und Bright Falls befällt. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, es geschrieben zu haben. Das habe ich auch nicht. Sowas würde ich nie schreiben. Ich wusste, wer es war. Scratch. Ein Monster mit meinem Gesicht. Sollte die Geschichte wahr werden, würde Scratch entkommen. Menschen würden sterben. Das Manuskript zu zerstören, würde nichts bringen. Ich würde es bearbeiten müssen, es umändern. Das Genre der Geschichte müsste ich beibehalten. Ich müsste mich also in Scratch-Limitierungen halten. Ich bräuchte jemanden in der Geschichte, der gegen die Dunkelheit ankämpft. Saga Anderson. Ich sah sie in meinen Visionen. Sie war bereits in Bright Falls, bereits involviert. Aber sie war nicht in Return. Noch nicht. Ich würde sie hineinschreiben, um Scratch zu stoppen. Innerhalb der Grenzen der Horrorgeschichte. Es war beinahe unmöglich. Es dauerte zu lange. Das Ende war noch nicht erreicht. Mir lief die Zeit davon. Hey, warte, das war doch jetzt genau die Stelle, wo wir das eine Mal aufgehört haben. Hä? Scr-
Scratch stoppte mich, bevor ich das Manuskript fertig bearbeiten konnte. Die Erinnerung an meine Änderungen verblasste. Es wäre schrecklich, wenn das Manuskript wahr würde. Scratch war im Parliament Tower, ruinierte meine Arbeit. Er könnte die Geschichte zur Flucht nutzen. Alice jagen. Hä, Wort der Macht? Ach, stimmt, ich habe vorhin gesagt, Wort der Dinge. Und das waren Orte auf Wakes Karte. Er war der Alice und wir haben eine Reihe. Das wäre natürlich auch schon geil gewesen, ne, aber... Schreibe. Zane sagte, wir hätten Return gemeinsam erarbeitet. Das war eine Lüge. Return ist von Scratch. Ich würde Zane einen Besuch abstatten. Er hatte mich zu zwei Tatorten geführt. Ich brauchte einen neuen, um zum Parliament Tower zurückzukehren. Einen neuen Entwurf von Initiation. Oh, alles ist unter Wasser. Masken, Initiation Seal. Okay, jetzt wechseln wir wieder. Das ist der Punkt, wo ich wechseln will. Zelle war ich eigentlich. Hi. Ah, hier. Es ist jetzt so leise. Fühlt sich an, als wäre ich plötzlich taub. Diese alten Leute können ganz schön laut sein. Bürgermeister Setter steht für Gerechtigkeit. Was wurde aus? Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, wir haben ja relativ viel eigentlich eingesammelt, ne? Von den Kinderreimen. Das hinterm Haus habe ich nicht gelöst. Aber ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch gerade keinen Bock, die zu machen. Bright Falls. Wir haben immer noch keinen fucking Bolzenschneider. Das Leben, die sich schon absichtlich für einen Schluss auf oder so. Wobei, was heißt Schluss, Alter? Ich habe wahrscheinlich jetzt immer noch ein ganzes Stück vor mir. Aber was sind wir denn jetzt? 10 Stunden? 12 Stunden? Muss ich jetzt überhaupt zurück? Alan Wake. Mein Name und Ihre Bücher tauchen auf. Sie tauchen auf. Hab sie gelesen. Es sind Echos meines Lebens darin zu finden. Beinahe, als hätte mich jemand beobachtet. Oh oh. Was geschah mit Alan Wake? Das ungelöste Rätsel. Hätte nie gedacht, ihr Leben zu finden. Ah, oh, mir brummt der Schädel. Wobei, vielleicht ist er ein Teil vom Alan Wake. Mit ich Scratch glaube, drin. Sie lieben es, Menschen zu benutzen, Wake. Sich ihrer Leben zu bemächtigen und in ihre Geschichten zu schreiben. Und wenn was schief geht, ist es der perfekte Stoff für die nächste. Mist! Hab mein Kaffee verschüttet. Sie sind wohl kein Fan, Agent Casey. Das ist nicht Ihr Spielplatz und ich bin nicht Ihre verdammte Schöpfung. So funktioniert das nicht. Aus nichts kann man nichts machen, selbst im dunklen Ort, wo kaum Regeln gelten. Ist es nicht einfach, Fiktion wahr werden zu lassen? Ich hatte Visionen von dem, was passiert, was passieren wird. Träume. Ich wollte über sie schreiben. Inzwischen ist mir klar, wie gefährlich das ist. Selbst mit sorgfältigster Planung
Ich habe wohl aufgehört. Ich glaube, ich gab auf. Doch es gibt ein Manuskript. Vielleicht habe ich es vergessen. Der dunkle Ort sorgt dafür. Ich will das nur wieder in Ordnung bringen. Die Version finden, die alles wieder gut macht. Schnauze! Auf den Boden! FBI! Wir wollen den Schriftsteller! Niemand sonst muss verletzt werden! Leck mich! Sie da. Das ist Scratch. Er ist ganz nah. Und bleiben. Halt, ich brauche eine Waffe. Niemals. FBI. Casey, pass auf. Return 4, keine Chance. Was zum Teufel? Reh? Halt! Stehen bleiben! Ich konnte aus dem dunklen Ort entkommen. Das Dunkel auch. Scratch. Er war hier in Bright Falls. Der Druck in meinem Kopf war ein Zeichen, dass er hier war. Wurde immer stärker. Warum tötete er mich nicht wie die anderen? Was wollte er? Alter, was ist passiert? Ich muss von hier weg. Ich musste Casey finden. In diesem Kampf standen wir auf derselben Seite. Gemeinsam waren wir stärker. War denn im Haus nicht noch andere? Ich muss mich selbst schützen. Eine Waffe und eine Taschenlampe. Wie nostalgisch. Alter, was geht denn ab? Das ist Casey. Er war noch am Leben. Und jetzt? Hey, du bist leicht Englisch als Maul. Das waren die Kultisten, hinter denen das FBI her war. Ließen sie sich zu Besessenen verwandeln oder machte das Dunkel keinen Unterschied? Jede Menge Touristen, die... Schnauze. Der Druck
in meinem Kopf war unerträglich. Scratch kam immer näher. Stärker denn je. Casey! Alter, was mit dem passiert denn für die Beine? Wer ist es? Scratch ist... Scheiße. Der Druck ließ nach. Scratch war weiter weg. Ich konnte wieder klar denken. Casey! Casey, ich komme! Scheiße. Casey! Holt sich das Dunkle jetzt zufällig in Casey? Oder hat er ihn umgebracht? FBI, Messer weg! Saga, Sie verstehen nicht! FBC, unten bleiben! Ziel gefunden. Alan Wake. Agent Anderson. Agent Kieran Esteves, Federal Bureau of Control. Wir übernehmen. Bewusstlos. Halt! Das ist mein Fall. Das ist jetzt keine FBI-Untersuchung mehr. Der Fall wurde an uns übertragen. Was? Das ist Bullshit! Okay. Wir schicken die Beweise und den Papierkram von eurer Außenstelle zu unserer Basis im Sheriffbüro. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas Relevantes? Der Klicker. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Da fällt mir nichts ein. Okay, dann sind Sie hier fertig. Hey, gute Arbeit. Moment, mein Partner Agent Casey wird vermisst. Wir suchen nach ihm. Lass meinen Partner, verdammt! Ich Agent? Sollte... Das war's. Vorsicht mit Wake. Er soll Para-Utilitarier sein. Nein, scheiß drauf. Ich war kurz davor, Wake den Klicker zu bringen. Bin noch nicht fertig. Ich muss Casey finden und meine Familie vor dieser Horrorgeschichte retten. Alter, da ging ganz schön was ab, auch wenn ich eigentlich nichts gemacht habe, außer zweimal mit einer Waffe schießen, die wo fast gar nicht hatte. Oh, neue Musik. Alter, was zur Hölle? War schon irgendwie cool eigentlich.